Resident Evil. In the midst of the T-virus outbreak in Raccoon City, Claire Redfield succeeded in escaping from the city, along with one of the only other survivors. A young girl named Sherry. However, behind their escape was the lone survivor of the Raccoon City Police Department. Leon S. Kennedy. What have we got here? That guy's a maniac. Why'd he bite me? Stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Buckle up. Okay. What's going on? I arrived in town, and the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Still in one piece. Hey! That maniac's gonna win! Run! Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay! So Leute, da sind wir wieder und wir haben es geschafft, doch den Leon-Skin zu kriegen, indem wir einfach mal... Ja, Chris, erzähl du mal, was haben wir gemacht?
Wir haben die Resident Evil Transvestite Mod gespielt. Ja. Also aber irgendwie waren wir zwar im Leon B, aber auch nur mit seiner Waffe und seinem Messer. Der Rest war irgendwie alles von Claire, ja, und dem Skin. Ja. Aber jetzt sind wir im echten Leon B und jetzt geht's richtig los. Jawohl. Endlich. Vielleicht sind, jetzt sind wir auch wieder ein bisschen runtergekommen durch den schnellen Sieg über Birkin. Vielleicht besser. Ja, definitiv. Ja, weil wir haben Birkin ja wirklich monsterschnell in den Arsch getreten. Und mal gucken, vielleicht stirbt Anja trotzdem wieder durch die Raben. Ja. Was wir gemacht haben, ist, wir haben die CD gewechselt. Das macht Sinn, wenn man auf Cube spielt, weil es dann da gesagt wird die ganze Zeit. Aber auf dem PC wurde es eigentlich nicht gesagt. Ja. Und deswegen hatten wir den Claire Bay Run mit Leon. Was ziemlich witzig war und im Endeffekt abgeschissen ist, weil Leon einen Granatwerfer nicht benutzen kann. So. Und ich komme ungebissen hier rein. Das war im Transvestite Mod nicht so. Du erinnerst dich. Stimmt. Welchen Chickas schreibst du jetzt schon wieder? Den Raben. Ich gebe ihnen den Auftrag, dich gleich tot zu picken. Ja, diese Drecksraben. Die haben mich. Zombies, wie ich sie hasse. Aber ganz ehrlich, wenn du einen Zombie sehen würdest, würdest du ihn erstmal. Also jetzt wirklich, wirklich real life, du würdest einen Zombie sehen. Du würdest ihn fotografieren. Fotografieren? Ich würde mir eine Waffe besorgen. Du hast doch schon eine. Es gab mal irgendwie so. Irgendwo so einen Test, wie lange würdest du bei einer Zombie-Apokalypse überleben? So Fragen. Und ich bin ziemlich gut bei weggekommen. Also als Resident Evil-Veteran hat man da schon die richtigen Ideen. Okay. Und Katzi. Ja, von wegen? Naja, wenn man ein Resident Evil Spiel gespielt hat und Survival-Horror-Experte ist, weiß man, worauf man achten muss. Von wegen, würdest du Munition horten, würdest du Essen suchen, würdest du deine Freunde retten und so ein Quatsch. Da weiß man schon, was wichtig ist und was man eher nicht tun sollte. Oder würdest du deine Freunde retten oder würdest du mich verkommen lassen? Wenn das keine kranken oder infizierten Klötze am Bein sind, ja. Auf jeden Fall. Aber wenn man Infizierten dabei hat, sollte man den Messer nicht lange mit sich rumtragen. Rumtragen ist sowieso nie die gute Idee. Ja, bis am Hals. Boah, diese Raben, ey, die haben mich zweimal gepickt und ich war am Arsch. Drecksviecher. Wir halten fest, Let's Play Chris würde mich retten, wenn es nicht für ihn selber schädlich wäre. Das ist wahre Freundschaft. Dich müsste ich nicht retten, du bist ja auch so erfahren wie ich. Wir würden uns Rücken an Rücken da durchballern oder verstecken. Da hast du recht. Wir würden sagen, scheiße, da ist ein Zombie. Aber wir müssen die Munition sparen, es könnte ja gleich ein Tyrant im nächsten Raum sein. Gut gerettet, du darfst beim letzten dabei sein. Ah, ich habe den Aufnahmetest bestanden. Sehr schön. Aufnahmetest, sei nicht scheiße zu Andi. Yay! Glaub mir, so viele bestehen hier nicht. Nee, ich werde noch scheiß genug sein, jetzt wo ich ihn bestanden habe. Verdammte Kacke. Du Fuchs, damit habe ich nicht gerechnet. Was meinst du? Wie viele Parts wird das Ganze noch dauern? Wenn du mir den Granatwerfer findest. Ja. So. Zeit, ein paar Zombies auszuschalten. Die kommen nämlich gerade so alle in einer Reihe. Stirb, verdammt! Wo waren vorhin so viele schöne Kopftreffer? Schön. Das spart wenigstens ein bisschen Munition, aber wenn ich jetzt da reingehe und mir den Kram aus dem Safe hole, ist es ein bisschen schlecht, wenn dann 5 Zombies noch auf mich warten. Oh, you whiny bitch. Ja, ich weiß. Complaining. Stell dir vor, die Köpfe würden nicht explodieren. Die wären im normalen Parameter, aber dann wäre was los. Dann hätte ich wirklich eine A-Karte. Ich frag mich, ob auf Dreamcast auch der Parameter hoch ist oder ob es da normal ist und noch schwerer quasi.
Das müssen wir natürlich auch testen, denn wir wollen alles von Resident Evil wissen. Ja, wirklich. Stell dir mal vor, das hier ist leichter als das ursprüngliche Nightmare. Das können wir ja nicht verkraften, dass wir nur das gespielt haben. Das geht gar nicht. Denn Birkin war einfach zu leicht. Wie kämen wir denn dahin? So. Andi, ich hab gerade erfahren. Du musst unbedingt noch Untertitel in deinen Let's Play einbauen. Es gibt Leute, die gucken es sich sonst nicht an. Ah, ich weiß schon, wie du damit meinst. Und wir haben Gewehrmunition gefunden. Nice, wir spielen den richtigen Run. Yay! Darkness! So. Sollen wir direkt mal den Arschbrand oben löschen? Ja, musst du auch. Wo ich schon mal sexy unterwegs bin hier. Ich weiß, da waren noch zwei grüne Gräser, aber die hole ich mir wann anders. Und sobald ihr den Brand löscht, kommt das vor, wie ich vorhin schon mich gefreut habe. Oh. In dem einen Raum, wo du vorhin warst und da, ja. Da waren noch Nacktbilder? Kein, da, nee. Ja. Wie nee? Die hast du versprochen! Tja. Arschloch. Will dich ja nicht neidisch machen. Ja, stimmt. Ich wäre ja nur Platz dabei für dich. Ja, du bist wahrscheinlich eh schon voll der breite Schranken in deinem Fitnessstudio. Mhm. Ich bin der Fitnessstudio-Gangster. Willst du mich etwa enttäuschen und sagen, dass es nicht so ist? Doch, mein Schatz, ich bin ein Schrank. Natürlich, was sonst? Aber wo geh ich denn hin, verdammt? Ich wollte hier lang. Das kommt davon, wenn du mir wieder Komplimente machst. Ja. Ich weiß Bescheid. Use! Los, Leon, dreh! Ich muss sagen, ich weiß nicht, aber ich habe mit Leon immer lieber gespielt als mit Claire. Woran könnte das nur liegen? Nicht einfach an den tollen Waffen? Ja, weil es leichter ist für eine Pussy wie dich. Ihr seht schon, wie er mich supportet und moralisch wieder mal ans Maximum bringt. Da liegen Gewehrkugeln bei Leon. Wusste ich gar nicht. B-Run wahrscheinlich. Okay. Ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da auf dem A-Run was liegt. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon die Cutscene. Gerade und haut auf seine Tastatur drauf. Ja, ich habe gerade einen Auftrag gegeben, der dich jetzt killen wird. Einstürzende Dächer. Shit, ich muss mich einmal von ihm treffen lassen, ne? Ja, die Cutscene war jetzt mal wieder. Mhm. Weg. Schon noch von ihm vorbei. Haha. Das, meine lieben Freunde, ist Chris in seinem Public Mass zu Berlin. Ich sehe nicht, wo ich hinlaufe! Hier laufe ich hin. Ah, wo ich schon bin. Die Munition kann ich mir jetzt nehmen. Public Masturbating Suit, weil ich nenne mich vornehmlich Mr. X. Das ist ein Trenchcoat, Alter. Die Zuschauer haben gerade die Cutscene gesehen, oder? Ja, natürlich. Nee, warum? Ich zeig dir die Cutscene nicht. Nö. Ja. Denn genau den Auftrag habe ich gegeben, damit Andi ordentlich verfolgt wird jetzt hier. Oh, hallo Licka. Bis dann. Yep, that's what I meant. Dalligatz! Die trauen sich nämlich jetzt raus, wo das Feuerwerk ist.